Einen schönen guten Tag in der D&D Bildungsagentur. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Videoaufzeichnung. Und zwar sind wir nach wie vor im Bereich der Spezialisierung LKW. Wir sind im Bereich Berufskraftfahrer und wir schauen uns heute mal in dem Punkt 1 der Ladungssicherung hier den Punkt 1.11 an. Und zwar gehen wir hier mal zum Fazit über. Worum geht es hier im ganz Speziellen? Es geht hier um die 5 Grundregeln für mehr Sicherheit. Und da schauen wir uns mal an, was es im Einzelnen ist. Die Grundregeln sollen also diese 4 nicht sehr schönen Sachen hier verhindern. Wir wollen also hier mit den Grundregeln uns nochmal mit der Warensicherung beschäftigen, mit den entsprechenden Lasten, wie es alles hier dann zu handhaben ist und was wir dann insgesamt fürs Fahrzeug alles benötigen. Und damit kommen wir mal zum Punkt 1. Und zwar, wir haben als erstes die Notwendigkeit eines geeigneten Fahrzeuges, damit wir also unsere Ladung auch schön von A nach B bringen können. Dann folgt darauf hingehend, wenn wir also die Ladung auf dem Fahrzeug drauf haben, müssen wir uns über die Ladungssicherung unterhalten, über den Ladungsschwerpunkt unterhalten. Und der Ladungsschwerpunkt ist dafür notwendig, dass wir hier keine Überlasten haben. Wir müssen uns also auch mit dem zulässigen Gesamtgewicht, mit der Mindestachslast, mit der Höchstachslast und so weiter unterhalten. Und auch das müssen wir beachten. Dann kommen wir zum Punkt 4, geeignete Hilfsmittel für die Ladungssicherung. Und ganz zum Schluss der 5. Punkt, da geht es dann um die entsprechenden Fahrgeschwindigkeiten, die entsprechend der Ladung auch anzupassen sind. Damit schauen wir uns mal den Punkt 1 an, und zwar das geeignete Fahrzeug. Der LKW muss also für die Ladung gut geeignet sein und der LKW muss durch Aufbau und Ausrüstung die hier vorhandenen Ladungskräfte sicher aufnehmen. Die Ladungskräfte müssen sicher aufgenommen werden. Damit haben wir den Punkt 1 schon erledigt. Mehr ist das nicht. Wir brauchen also das richtige Fahrzeug für die entsprechende Ware. Dann kommen wir zum 2. Punkt, der Sache des Ladungsschwerpunktes. Was ist also beim Ladungsschwerpunkt dann zu beachten? Wir sehen hier auf dem Bild leicht dargestellt ein entsprechendes Kreuz hier innerhalb dieses Kreises. Und das ist jetzt mal der angenommene Ladungsschwerpunkt für dieses Fahrzeug. Und jetzt müssen wir hier natürlich sehen, dass wir den Ladungsschwerpunkt einmal so ermitteln, dass er möglichst auf der Längsmittellinie liegt, die Längsmittellinie. Des Weiteren, der Ladungsschwerpunkt sollte so niedrig wie möglich, der Ladungsschwerpunkt so niedrig wie möglich gehalten werden. Und als 3. Punkt, schweres Gut immer nach unten und leichtes Gut nach oben. Also einmal die Längsmittellinie, dann der Ladungsschwerpunkt sollte so niedrig wie möglich sein und schweres Gut immer unten, leichtes Gut immer oben. Damit haben wir hier schon mal den 2. Punkt dann abgearbeitet. Und somit schauen wir uns mal den 3. Punkt an. Zulässiges Gesamtgewicht und die Achslast. Was ist damit gemeint? Wir haben hier im Punkt 3 die entsprechenden Lasten, die wir auch hier schon mal sehen. Und die zulässige Gesamtgewicht bzw. die zulässigen Achslasten beachten. Wir haben hier dann den besonderen Bereich der Achslasten. Wir haben auf der gesamten Fläche haben wir hier die entsprechenden Gesamtgewichte. Wir haben dann in diesem Bereich dann im Prinzip die Nutzlasten, die sich ja daraus ergeben, dass wir hier natürlich die Differenz haben zwischen der
zulässigen Gesamtmasse und der Leermasse. Da sind also die Nutzlasten, die dann hier aufgebracht werden können, die müssen natürlich auch ermittelt werden und auch entsprechend richtig hier dann dokumentiert sein. Schauen wir uns mal die drei Punkte, die dazugehörigen, an. Also, die zulässige Achslast bzw. das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Die Mindestachslast der Lenkachse darf nicht unterschritten werden. Die Mindestachslast der Lenkachse. Es geht also darum, dass wir also vorne die entsprechende Möglichkeit behalten, unser Fahrzeug sicher dann bewegen zu können, sicher lenken zu können. Deswegen haben wir vorne auch eine sogenannte Mindestachslast, die dann dort auch vorhanden sein muss, damit wir also auch die ganzen Führungskräfte dann auf die Straße bringen können. Und bei Teilbeladung ist also jede Achse anteilmäßig zu belasten. Und hier ist ganz wichtig der sogenannte Lastverteilungsplan. Der Lastverteilungsplan, deswegen haben wir es hier auch mal kurz farblich etwas anders dargestellt, Lastverteilungsplan LVP, der ist hier unbedingt zu beachten. Damit sind wir mit dem dritten Punkt auch fertig. Davor hatten wir den Punkt 1 und den Punkt 2 schon abgedreht. Kommen wir zum Punkt 4. Und zwar geht es hier um die geeigneten Hilfsmittel, die nötig sind, um die Ware hier auch entsprechend zu sichern. Da haben wir also die verschiedensten Möglichkeiten, die also auch im Vorfeld bekannt sein müssen, weil wir haben ja entsprechende Papiere, wir haben entsprechende Aufträge, woraus hervorgeht, was wir für Ladung haben, und demzufolge müssen wir auch die entsprechenden Sicherungselemente mit dabei haben, und da müssen Sie unbedingt drauf achten. Die Ladung ist also so zu verstauen oder so mit geeigneten Hilfsmitteln zu sichern, dass sie unter üblichen Verkehrsbedingungen, hier liegt die Betonung auf übliche Verkehrsbedingungen, an ihrem Platz gehalten wird. Und der zweite Punkt dabei, bei Vollbremsungen, scharfen Ausweichmanövern sowie schlechten Straßen- und Wetterungsverhältnissen müssen auch diese ganzen Sachen hier berücksichtigt werden, damit wir hier also die Ladungseinheit mittels der Ladungssicherung an Ort und Stelle belassen. Also auch hier bei Vollbremsung und bei Ausweichmanövern sowie schlechten Straßen- und Witterungsbedingungen. Das ist hier bitte unbedingt mit zu berücksichtigen. Und als erfahrener Berufskraftfahrer wissen Sie dann schon ganz genau, wie Ihr Fahrzeug reagiert, worauf Sie sich denn dort entsprechend einstellen müssen. Damit haben wir uns den Punkt 4 angeschaut und wir kommen zum Punkt 5. Die Fahrgeschwindigkeit ist also entsprechend anzupassen, heißt also mit anderen Worten, je nach Ladegut und auch je nach Fahreigenschaften des LKWs müssen wir uns den Straßen- und Verkehrsverhältnissen auch unterordnen, damit wir hier dann dort die Ware sicher zum Empfänger bringen können. Somit haben wir auch den Punkt 5 hier kurz angesprochen und ins Fazit mit einbezogen. Und gehen wir nochmal zurück. Im Punkt 4 ging es also um die geeigneten Hilfsmittel, um die geeigneten Ladungssicherungselemente, die hier aufgebracht werden müssen. Im Punkt 3 haben wir behandelt das zulässige Gesamtgewicht und zulässige Achslast bzw. die Mindestachslast auf der Lenkachse. Im Punkt 2 sprachen wir über den Ladungsschwerpunkt, der auch hier entsprechend des Bildes, wie wir es hier auch nochmal sehen, möglichst mittig und möglichst tief sein soll. Und da auch bitte beachten den Lastverteilungsplan. Und
Im Punkt 1 natürlich brauchen wir zu Beginn ein geeignetes Fahrzeug, damit wir überhaupt den Transport durchführen können. Dann ist jetzt die Frage, was der Fahrer natürlich noch beachten sollte. Und zwar ist hier noch zu beachten, dass er hier natürlich möglichst formschlüssig hier die Ware dann transportiert. Und deswegen haben wir auch hier das Rot eingekesselt, möglichst hier zuerst als erstes und dieses Verfahren dann erst als zweites, wenn das erste nicht möglich ist. Und wir haben jetzt hier das Niederzogen. Wir sehen es hieran, dass es jetzt komplett hier über die gesamte Ware gespannt wird, also hier das gesamte gesichert wird. Das ist also hier das Zugverfahren, hier zweitens Zugverfahren und erstens wäre der Formschluss. Und damit wollen wir uns mal eine Videosequenz dazu anschauen. Das ist Lasi-Profi Ludwig. Er muss heute 16 Paletten mit Zementsäcken von Rohrdorf bei Rosenheim nach Stuttgart fahren. Die Zementsäcke sind mit Folie stabil auf den Paletten gesichert. Ludwig weiß, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist. Zur Ladungssicherung macht er sich folgende Gedanken. Mit dem Ladungsgewicht von fast 24 Tonnen ist mein Sattelzug beinahe ausgelastet. Ich weiß, dass ich bei meinem Auflieger keine zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen treffen muss, wenn ich Stück gut lade und Formschluss zu allen Seiten hin herstellen kann. Ich kenne auch den Lastverteilungsplan von meinem Fahrzeug. Ludwig plant, zwei einzelne Paletten hintereinander formschlüssig an die Stirnwand zu stellen, da er auf die Achslast der Antriebsachse achten muss. Die nachfolgend paarweise geladenen Paletten werden nicht flächig an den beiden vorderen mittig geladenen Paletten anstehen. Eine künstliche Stirnwand, bestehend aus zwei leeren Paletten, soll die weitere Ladung nach vorne absichern. Zur Seite kann Ludwig keinen Formschluss herstellen. Damit die Lastverteilung stimmt, müssen die Paletten mit der langen Seite in Fahrtrichtung geladen werden. Ludwig muss die Paletten also zur Seite und nach hinten extra durch Niederzurren sichern. Weil Ludwig das gewusst hat, hat er auch passendes Sicherungsmaterial dabei. Das Fahrzeug ist okay, die Zurrpunkte sind in Ordnung, die Ladefläche ist besenrein. Ludwig schlägt in einer Tabelle den anzunehmenden Gleitreibbeiwert nach. Für seinen Fall beträgt dieser MÜ ist gleich 0,25. Weil Ludwig auf Nummer sicher gehen möchte, legt er vier Bahnen mit Anti-Rutschmatten aus, die die Reibung deutlich erhöhen. Ludwig bereitet die künstliche Stirnwand mit zwei leeren Europaletten vor.
Der Staplerfahrer hat gute Arbeit geleistet. Er hat passend auf der Ladefläche geladen und die Paletten auf die Anti-Rutschmatten gestellt. Jetzt kann Ludwig mit dem Sichern der Ladung weitermachen. Zunächst die Kantenschoner, damit sich die Vorspannkraft beim Niederzurren gleichmäßig verteilen kann. Ludwig bringt die Zurrgurte für das Niederzurren der Paletten an. Nun auf der anderen Fahrzeugseite. Die Einzelpaletten sichert er jeweils mit zwei Zurrgurten. Jetzt bringt Ludwig die Ratschen an und zurrt die Paletten nieder. Ludwig nimmt einen Zurrwinkelmesser und stellt fest, dass er bei den vorderen Einzelpaletten einen Zurrwinkel von 53 Grad erreicht. Ludwig überlegt sich, dass er für das Niederzurren der übrigen Paletten pro Palettenreihe nur einen Zurrgurt braucht, weil die Paletten schlüssig aneinander anstehen und sich nicht verdrehen können. Durch das Niederzurren des nicht absolut stabilen Ladeguts stellt er sicher, dass auch bei starkem Bremsen, Kurvenfahrten oder schlechten Straßen die Ladung nicht zu wandern beginnt. Alle benötigten Zurrgurte sind angebracht. Ludwig prüft nochmals, ob sich die Zementsäcke zwischenzeitlich gesetzt haben. Wo dies der Fall ist, löst er den betreffenden Gurt und sichert nach. Ludwig hat seine Ladung gesichert. Unterwegs darf er nicht vergessen, die Ladungssicherung zu kontrollieren. Allzeit gute Fahrt. Ja, hier haben wir nun also gesehen, eine entsprechende Beladung des LKWs nach den entsprechenden Vorgaben, auch mit den ganzen Ladungssicherungseinheiten. Auch was wir hier sahen, wir sehen jetzt hier ein sogenanntes Kopflashing. Und da können wir zusammenfassend also feststellen, wer seine Ladung sichert, nimmt seine Verantwortung wahr und schützt sich und andere vor Gefahren. Und unter dem Punkt, das merke ich mir, können wir also zuletzt auch sagen, das Fahrzeug muss erstens zum Transport geeignet sein. Der Ladungsschwerpunkt muss so gelegt sein, dass Achsen und Fahrzeuge nicht überladen werden. Also hier bitte an den Lastverteilungsplan denken. Auch hier können wir dann nachher einen Haken hintermachen, wenn wir das alles beachtet haben. Geeignete Zoo- bzw. Sicherungsmittel müssen in ausreichender Zahl eingesetzt werden. Und zu guter Letzt, die Fahrweise und die Geschwindigkeit muss der Ladung entsprechend angepasst werden. Und dann kommen wir auch in hervorragender Weise gut an unser Ziel. Abschließend noch der Hinweis, dass Sie mehr zur Ladungssicherung in der Lektion 9 des Fahrschulbuches der Klasse C auch sehen können. Auch da können Sie noch einige Informationen entnehmen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und
Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.